Meine andere Hälfte war, rennt hier irgendwo noch rum. Also das ist Mond und IK komplett. Ja, kann man vielleicht schon mal sagen, Monika konnte nicht, weil die kurzfristigen Geschäftstermin in den Emiraten hatte. Und wir wollten das dann auch nicht von da live streamen. Von daher sind wir jetzt zusammen halt mal Monika. Und ich habe die Folien vorher mal gesehen. Das ist schön. Du auch? Ja, ich habe mal durchgeblättert, ja. Cool. Ja. Wir sind also vorbereitet. Wir können lesen. Achso, du hast wieder das Ding da. Ja, ich bin wieder verkabelt. Ja, ich habe wieder... Ja, ja gut. Ja. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Der einfache Umstieg auf Linux mit Kubuntu. Eigentlich von Monika, aber wie schon erwähnt, nicht da. Ja, es gibt halt immer noch Windows-Benutzer. Man mag es kaum glauben. Und manche von denen wollen vielleicht mal zu Linux wechseln und wissen, wie das denn am besten gehen würde. Und daher stellen wir euch jetzt mal Kubuntu vor. Genau. Ja, das ist so eine Übersichtskarte, glaube ich. Das stimmt, das sieht nach Übersicht aus. Also es geht wahrscheinlich um verschiedene Themen, wie ich da sehe. Und das Erste, also Hilfe gibt es unter diesen beiden Webadressen, nicht? Also kubuntu-de.org und ubuntu-users.de. Jo. Was haben wir noch? Ja, dann wird Distribution, ne? Ja, dann wird gleich mal erklärt, was Distributionen sind. Und dann gibt es da auch noch Varianten von manchen Distributionen. Und ja, dann geht es so ein bisschen um Installation und was man danach so machen kann, um das besser zu konfigurieren. Und dann, das hatten wir ja gerade das quasi schon erklärt. Schon, ne? Ja, es gibt halt. Jetzt geht's noch genau. Es gibt eine aufgeschlüsselte Folie. Ja, es gibt halt kubuntu.de.org. Da gibt es Forum, da werden Mailinglisten angeboten und News. Wie nennt man das? Ja, News halt. Nachrichten, ja. Ja, es gibt ja halt diese News-Server. Die hätten wir vorhin auch noch mal erwähnen können. News-Server, ich glaube. Ja, und es gibt halt IRC. Wenn jemand IRC weiß, was das ist und das gerne benutzt, dann kann man auch Hilfe per IRC erhalten. Was, glaube ich, auch gleich noch mal genauer erklärt wird. Und dann gibt es halt noch mal ubuntu-users.de. Die haben ein schönes Wiki und noch mal Foren und noch mal News. Und die kann man auch im IRC besuchen. Und es gibt natürlich lokale Treffen. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob es die in Kiel gibt. Also direkt Kubuntu-Treffen? Ja gut, aber jetzt ein spezielles Kubuntu-Treffen wäre mir jetzt eigentlich unbekannt. Genau. Du meinst nicht, okay. Das ist übrigens die Expertin, die uns hier ein wenig begleiten wird. Damit wir nicht so viel Blödsinn erzählen. Genau. Also ich bin auch eigentlich nur hier, weil Monika nicht hier. Ja, es gibt auch unten einen Kubuntu-Stand, also wer... Es gibt unten den Kubuntu-Stand. Wer dann noch nähere Informationen haben will, kann sich dann nachher unten am Kubuntu-Stand von der netten Dame und ihrem netten Begleiter nochmal genau erklären kann lassen, wie das ist. Und sich eventuell Flusen, die wir hier erzählen, nochmal austreiben lassen. So, ja, wie ist denn das mit dem IRC? Erklär das doch mal. Ja, also man braucht so einen IRC-Client, den installiert man sich zum Beispiel unter Kubuntu. Ja, oder hier Firefox-Erweiterung gibt es auch, wie da steht, Chatzilla. Dann gibt man da irgendwie so eine Adresse ein und dann funktioniert das. Cool. So ungefähr, ne? Ja. Jo. Ich glaube bloß, das gewünschte Name vielleicht schon vergeben ist nach dieser Veranstaltung. Stimmt, das ist ein Platz halt. Ja. Da darf man sich wirklich was wünschen, Wunschkonzert. Oh, Wunschkonzert. Darf man ja nicht oft, aber hier darf man das. Ja, was sind eigentlich Distributionen? So, man kann natürlich sich den Kernel von dem Linux nehmen und das GNU-Software da drum und das einfach alles zusammenstecken selber und damit viel Spaß haben und viel lernen. Aber man möchte das eventuell nicht, weil man das vielleicht einfach nur benutzen will und nicht den ganzen Tag das System verwalten möchte. Und dafür sind Distributionen da. Die stellen halt Software zusammen, bauen da Konfigurationstools zu, bieten auch so meistens sowas wie einen Paketmanager an, bieten fertig gebaute Software an, die man dann einfach beziehen und installieren kann mit dem Paketmanager und verwalten für einen halt auch in der Gemeinschaft die ganzen Updates und so, die man halt mal haben möchte, weil man ja irgendwie keine Sicherheitslücken haben möchte oder man neue Software haben möchte.
Ja, und da gibt es unter anderem mehrere Distributionen, die sich besonders für Windows-Umsteiger eignen. Das ist zum Beispiel SUSE, okay. Fedora, Mandriva okay. oder Mageia, wobei Mageia halt die... Die Community-Variante, die auch wirklich... Ja, genau, das genau. ehemalige Mandrake. Und es gibt Debian Stable und es gibt halt Ubuntu, wobei Ubuntu ja ursprünglich mal ein Debian war. Ist es ja eigentlich immer noch. Best ja. of Unstable und Testing. So ja, ungefähr. Genau. So ungefähr, ja. Ja, ja und gerade Ubuntu hat halt... Den Pfeil. Den Pfeil. Also Ubuntu hat nämlich ganz viele Variationen. Dann gibt es Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu und noch so ein paar andere, die ich alle nicht ja. drauf habe. Genau. Ja. Ubuntu an sich ist nämlich das afrikanische Wort für Menschlichkeit, gemeinsam miteinander Verbundenheit aller Menschen. Daher kommt auch dieses Logo, das sind nämlich alles, eigentlich so drei Leute, die sich so gegenseitig anfassen, in so einem Kreis stehen und dadurch so dieses Zusammenarbeiten symbolisieren sollen. Kubuntu heißt dasselbe offenbar in einer anderen Sprache. Das wusste ich zum Beispiel auch. Das ist praktisch, dass es gerade so hinkam. Ne? Also ich ja. hätte jetzt gedacht, mit dem K könnte auf KDE hindeuten, aber nein, es war ja falsch. Das ist so bei mir neu. Ja, passt doch vielleicht gerade. Da lernt man mal im Vortrag auch mal selber was. Nicht schlecht. Ja, das gibt es halt je nach Desktop-Umgebung. Unterscheidet sich das ein bisschen. Ubuntu war früher mal die Variante, die mit GNOME 2 ausgeliefert wurde. Und als die GNOME-Community dann entschieden hat, dass man GNOME 3 mal macht und dass das komplett anders wird, haben die Ubuntu-Leute gesagt, nee, das machen wir nicht mit. Wir bauen irgendwas, was sich Unity nennt und das ist ja viel toller, wenn man das denn mag. Also, ja. Ich finde ja, Unity verkörpert dieses Irrenhaus-Konzept noch besser ja, als ja, ja. Hier GNOME 3. Aber naja. Soll ich diese bösartige Frage stellen, die ich gerne in meinen geschlossenen Räumen stelle? Na, hier ist wieder einer da drunter. Das wäre dann immer so gemeint. Wird ja. dann immer so angeguckt. Hm. Ja? Ja, stell sie doch einfach mal. Mag jemand oder allgemeine Stimmungsbild zu Unity? Okay, gut. Irgendwelche positiven Meldungen? Okay, gut. Das ist das normale Ergebnis. Das ist nicht unfair. Ich meine jetzt ja. zum Ausgleich, nicht meine persönliche okay. Meinung. Ganz toll, ganz toll. Okay, okay. Und okay. das ist jetzt so der Punkt, wo sich die Leute blicke alle in eine Richtung und ja, dann... Wie auch immer, es gibt dann halt auch noch das Xubuntu und das Lubuntu, was halt beim Xubuntu ist das XFCE und das bei Lubuntu ist LXDE. Ich finde jetzt nicht, es gibt nicht so viel Unterschied zwischen XFCE und LXDE. LXDE soll ein bisschen schlanker sein und sieht ein bisschen mehr aus wie ein Windows, finde ich. So die Leiste also unten und dann kommt drauf an, wie man es bauen lässt. Ich also so sieht das aus. Unter Mint sieht es sehr identisch aus, aber unter Dings. Gibt es da Proteste gegen diese Meinung? Ich habe ah, okay. Dann ist ja gut. Ja, und bei Kubuntu ist es halt KDE. Deswegen ja. auch die Verwirrung mit dem K. Tja, und das K scheint irgendwas zu bedeuten. Ja. Okay, gut. Gut. Ja, es gibt da auch noch andere Varianten von Ubuntu, die halt zum Beispiel das Edubuntu, das ist halt speziell für Schulen, da ist dann so ein bisschen mehr Schulsoftware mit bei und die liefern halt auch dieses LTSP bei, Linux Terminal Server Project oder so heißt das übersetzt, was halt ganz besonders toll ist, wenn man ganz viele Synth-Clients verwalten möchte und so und das halt in Schulen. Und es gibt halt auch noch Ubuntu Studio und es gibt, glaube ich, auch noch Ubuntu... das Studio macht auch schon den Audiokram. Ich meine, es gab mal eine Ubuntu-Variante, die speziell für Audio-Sachen gedacht war. Aber naja. Ja, das ist wahrscheinlich hier inoffizielle Variante. Ja. Oh ja, das ja. kann natürlich sein, ja. Naja. So, und warum Varianten? So, schon wieder was gelernt. Jede Variante passt jeweils auf einen Gigabit-USB-Stick. Das okay. ist ja relativ kompakt. Oh. Kann man den ja mal mitnehmen. Ja, und es bietet halt einfachen Einstieg für Einsteiger, weil bei der entsprechenden Variante halt entsprechende Software, die für diese Variante besonders gut passt, schön zusammengestellt wurde innerhalb von diesem 1 Gigabyte halt. Ja. Grafische Oberflächen schon wieder.
Also dieses Thema verfolgt uns heute, stimmt's? Ja, ich glaube, ja. Okay, KDE ist einfach zu bedienen. Okay, lassen wir mal stehen. Ähnelt der Windows-Oberfläche, kommt darauf an, welche man jetzt nimmt. Also es gibt so ein Startmenü, also... Ja, es gibt den KDE-Button unten links. Ja, ist schon eigentlich, naja, okay, wie man es halt nimmt, ne? Besonders konfigurierbar. Ja, man kann vieles einstellen. Stimmt, man kann sich das unten angucken und wenn wir relativ zügig durch sind, würde ich das dann auch nochmal in eine VM einfach schmeißen, dass das ein bisschen live-mäßig dann ist. Ja. Ja. Ja, bei GNOME und Unity ist da ja ein bisschen weniger konfigurierbar und dadurch soll das übersichtlicher sein. Diplomatisch. Sehr diplomatisch, ja. Ja. Da bei XFCE zum Beispiel gibt es weniger Schnickschnack, dafür braucht es weniger RAM und CPU. Das hatten wir ja eben schon. Oh. Also ich finde ja, dass XFCE jetzt, wie es so ausgeliefert wird, sieht so ein bisschen wie ein GNOME 2 früher aus. So mit der Leiste oben, genau. Im Startmenü oben links und so. Ja. So, und dann gibt es halt LX.de, das soll halt besonders wenig RAM, also noch weniger als XFCE verbrauchen und man soll das einfach mal ausprobieren. Heißt das, wir sollen das ausprobieren? Nee, oder? Ich glaube nicht. Okay. Ah, jetzt gibt es eine Anleitung zum Ausprobieren. Genau, welche Distribution, welche grafische Oberfläche nehme ich nun? Ja, das haben wir doch eigentlich schon entschieden. Ja. Der Vortrag heißt Kubuntu, also müssen wir doch Kubuntu nehmen, oder? Genau. Mehrere durchprobieren. Ach so, das ist so allgemeines Vorgehen. Gut, das machen wir jetzt aber nicht. Genau, man kann da einfach das auf so eine CD, DVD oder so einen Stick packen und dann einfach mal ausprobieren, ohne irgendwie irgendwas installieren zu müssen auf der Festplatte. Und sollen wir das einfach jetzt mal machen? So spontan in eine VM? So? Ja, wenn du magst, dann tu das doch einfach mal. So, also, ich lege eine neue virtuelle Maschine. Quatsch. Da lege ich eine neue virtuelle Maschine an. Ach Quatsch. War schon gar nicht so schlecht, ne? 32, 64. Naja, 64 ist auch nicht verkehrt. So, ein bisschen mehr RAM. Düp. So. Jetzt lege ich in meinen neu entstandenen Rechner, also er ist irgendwo hier, diese Kubuntu-DVD ein. Und man kann es auch irgendwie noch größer machen. So, jetzt bootet es. Der Cursor wartet auf Aufmerksamkeit. Kubuntu blinkt. Dinge passieren. Ich weiß nicht, ob das da dargestellt werden sollte, aber naja. Eigentlich nicht, aber es stört jetzt nicht. Ne? Also eigentlich funktioniert es. Also Und wir können jetzt Ubuntu ausprobieren oder gleich installieren. Du kannst es erstmal oben auf Deutsch umstellen. Das ist vielleicht einfacher. Oder auf Dänisch, falls es jemand möchte. Haben wir dänische Minderheit anwesend? Okay. Ja, wir installieren das jetzt einfach. Jetzt installieren wir das? Ja, wir haben ja noch Zeit. Das wird wahrscheinlich relativ zügig gehen, denke ich mal. Ja, wird man hier nett über Dinge informiert. Also man soll 5,8 GB freien Speicherplatz verfügen. Hat die VM denn so viel? Ja, klar, natürlich. Okay. Natürlich. Man soll an eine Steckdose angeschlossen sein. Ah, check. Haben wir. Und mit dem Internet verbunden sein. Haben wir. Rot. Okay, ja. Wunderbar. Man kann dann hier sogar noch Software von Drittanbietern installieren. Also wenn man irgendwie Flash haben möchte, dann könnte man das damit machen. Und man kann sogar Aktualisierung runterladen während der Installation. Ich glaube, das lassen wir mal. Das braucht bloß Zeit. Ne? Genau. Ja, genau. Jetzt kann man hier, naja, wenn man halt noch ein anderes Betriebssystem installiert hat, dann kann man hier noch so ein bisschen
einstellen, wie viel Kubuntu der benutzen soll und wie viel das andere benutzen soll und so. Aber da wir hier so nacktes System haben, können wir das jetzt einfach mal die vollständige Festplatte verwenden und dann heißt es hier jetzt installieren. Und wie wir sehen, rattert hier unten auch schon die Installation durch, während wir hier oben bequem auswählen, wo wir sind. Und ich glaube, das ist schon Berlin, oder? Das sieht gut aus, ja. Je nachdem, welche Sprache man voreinstellt, wird das eigentlich schlau ausgewählt, wo man sich dann wohl befinden sollte. Das ist ja geschickt. Ja, da haben die sich was bei gedacht. Da kann man genau. Und jetzt kann man halt noch die Tastatur einstellen. Und wenn ich mir das Bild hier angucke und die Tastatur angucke, scheint das zu stimmen. Ah, wie ist denn mein Name? Gewünschter Name. Und das Passwort. Das so lang. Ja. Das kriegt doch keiner mehr raus. Ah, der hat erkannt, dass wir in einer Wittelbox sind. Ach, Mist. Dem kann man auch nichts vormachen. So. Jetzt kann man sich noch überlegen, ob man sich hier beim Anmelden, also wenn der Rechner gestartet wurde, ob man da dann nach dem Passwort befragt werden möchte oder ob man einfach automatisch als Monika eingeloggt sein möchte. Und weil wir ja faul sind, was nicht unbedingt die beste Entscheidung ist, machen wir das. Machen wir nicht? Das ist böse? Okay, dann. Nicht nachmachen. Also kann man jetzt für eine Präsentation, ist es okay, aber für. Wollen wir die Daten? Man kann hier seine Daten auch noch verschlüsseln lassen. Ach, können wir natürlich auch noch machen. Ja, aber das dauert dann länger, ne? Also das ist ganz viel länger. Ja. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee, wenn man zum Beispiel so einen Laptop dabei hat. Wenn man den nicht mal irgendwo stehen lässt und der geklaut wird oder so, dann ist es immer ganz gut, wenn die Daten, die da drauf sind, dann nicht gelesen werden können. Also für Laptops verschlüsseln. Wir ignorieren das jetzt mal. Kostet nur mehr Rechenleistung. Merkt man im allgemeinen Betrieb aber eigentlich nicht. Ja. Ja, genau. Und jetzt sind wir in diesem normalen Installations-Werbemodus, den man ja von anderen proprietären Betriebssystemen auch kennt. Ja, wir sollen die Erfahrung genießen. Steht da. Ach ja. Also jetzt so ein Spiel wäre natürlich praktisch, ne? Irgendwie was... Also bei Aptitude kann man jetzt Solitär spielen oder so. Oder nee, Minesweeper. Nicht schlecht. Kann man jetzt eigentlich noch was im Live-System nachinstallieren? Nein. Also man vergleiche einfach schon mal mit der Windows-Installation. Da hätte man jetzt diese zunächst berühmten 37 Minuten, die ungefähr 2 Stunden dauern. Und dann, nach 2 Stunden, bekommt man dann nochmal die Anzeige 27 Minuten. Die gehen dann etwas schneller, ich glaube, die gehen dann mal eine Dreiviertelstunde. Ja, natürlich, ja. Und man kriegt mehr Werbung, die einem berichtet, dass was jetzt alles so toll und neu ist. Und man fühlt sich dann immer daran erinnert, was man eigentlich bei der letzten Version schon alles Tolles, Neues mitgeteilt bekommen hat. Was sich lustigerweise immer in großen Teilen überschneidet. Ja. Jetzt auch mit Internets, also solche Sachen. Ne? Ja, jetzt auch mit Internets und jetzt schneller. Ach, noch schneller. Und alles toller verbunden und so und überhaupt. Ja. Lassen Sie Ihre Daten jetzt in der Cloud. Stimmt. Ja, aber ein bisschen Werbung gibt es hier ja auch, ne? Da ist so ein Firefox. Ja, stimmt, aber es ist eigentlich relativ dezent, ne? Ja. Schicke Animation. Und hinterher sind sogar Dinge auf der Platte, die man benutzen kann. Und die Platte ist nicht voll, also 5,8 GB hätte er gern. Ich weiß nicht, ob er die überhaupt voll macht. Das können wir ja gleich mal nachgucken, wenn er dann fertig ist. Ja. Also es ist zum Beispiel was dabei, GwenView. Damit kann man Bilder angucken und... Fotos verwalten. Ja. Okay, und Digicam, damit kann man auch noch Fotos verwalten. Toll. Aber Digicam kann die Fotos ja auch von den Kameras runterholen und so. Toll. Auch wenn das ältere Kameras sind, wo man Spezialsoftware für bräuchte. Nicht schlecht. Ja, 90%. Sollen wir jetzt einfach andächtig an der Stelle warten oder sollen wir nochmal gucken, was die Folien sagen? Wir können ja nochmal nach den Folien gucken. Nee, die Zaubertaste? Prinzipiell. Machen wir das mal hier so ein. Oder? Wo ist das hier? Ah, da. Ja, also das haben wir gemacht. Wir haben jetzt keinen USB-Stick geschrieben, wir haben einfach das ISO verwendet. Genau. Also wir haben quasi eine CD eingelegt. Genau, klar. Genau.
Time Manager Feeling. Also nach der Installation kann man da wohl auch noch ganz viel fancyen Kram machen. Ja. 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 Ja, also Ubuntu ist laut Monikas Meinung besonders geeignet für Einsteiger. Ist leicht zu installieren, wenig Fragen und Einstellungen werden installiert. Und das können wir ja gerade bestätigen. Das stimmt, ja. Also, ja, das war ja relativ angenehm. Und besonders hilfsbereite, einsteigerfreundliche Community mit dem Motto, Ubuntu ist Linux for human beings. Das ist schön. Das ist schön, ja. Das hat eine sehr Da fühle ich mich als Mensch gleich richtig aufgenommen. Ja, ja. Nicht nur für Pinguine, auch für Menschen. Ja, genau. Ja, wo bekommt man so ein Ubuntu eigentlich? So, welcher Download ist jetzt eigentlich der richtige? Oh gut, klär mich doch mal auf. Welcher der richtige ist? Ja. Gibt es kubuntu.org? Also das ist jetzt man kann auch kubuntu-de.org nehmen. Ich würde sagen, kubuntu.org könnte auch gehen. Also projekt.org ist irgendwie, stimmt das? Ein Nicken, schön. Kubuntu.org funktioniert. Ja, funktioniert auch. Genau. Finde ich dort eventuell auch so ein umfangreiches eine Treibersammlung von diversen Geräten, die ich da vielleicht doch irgendwo. Ja, das ist ja das Schöne beim aktuellen Linux, die sind einfach schon alle dabei. So, alles, was es an freien Treibern gibt, sind im Linux-Kernel schon enthalten. Ja. Aber wenn man so Spezialkram haben will, wie zum Beispiel diese proprietären NVIDIA-Treiber, die aber für manche Sachen doch schon noch ein bisschen besser sind als die freie Variante davon, dann kriegt man zumindest in Ubuntu, ich weiß nicht, das kriegst du in allen. Da kriegst du halt einen Dialog, der dir vorschlägt. Ja. Neue Scanner, neue Kameras, was auch immer ja. Umfeld ist, das ist dann auch schon. Ja, wenn es geht, dann geht's. Ansonsten. Wo suche ich denn an? In dieser Stelle am besten oder beim Hersteller? Ja, der Hersteller ist ja, es kommt drauf an. Also, es kommt sehr drauf an. Die Empfehlung, die Monika hier ja macht, ist ja kubuntu-users.de.org. kubuntu-de.org. Da gibt's nein, das ist aber wiki.ubuntu-users.de. So, da gibt es ja das Wiki und da kriegt man dann wohl noch mal nähere Infos zu allen möglichen Sachen. Genau, ja. Da gibt es ja das Forum und den IRC. Ja, genau. Also bei vieler proprietärer Hardware kriegt man dann die Frage, möchten Sie diese spezielle Hardware-Treiber installieren? Und dann kann man da ja sagen, muss man vielleicht nochmal das Passwort eingeben, damit man ihm eine Erlaubnis gibt, das jetzt zu tun. Und dann bezieht er die Pakete sofern vorhanden. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Kommt drauf an, was es ist. Ne? Genau. Es gibt auch Dinge, die plattformunabhängig scheiße sind. Wie zum Beispiel Flash? Nee, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich dachte eigentlich an einen Grafikkartenhersteller. Ich sage jetzt nicht den Namen, okay. Aber ja. Die Firma mit den braunen Dreiecken bei einem bekannten Spiel. ist schon ein paar Jahre her. Aber okay. Gut. Ja, ja, aber wenn man das nicht runterladen kann, dann stand da ja noch, man kriegt das so, in genau. Zeitungen. In Zeitungen liegt das manchmal bei. Vielleicht liegt es sogar unten bei den Zeitschriften mit genau. Bei. Ist es bei? Ah. Oh. Ja, also genau. Beim Easy. Zum Vergleich. Kann man schon gleich zwei. Okay, wir stellen fest, wir haben offenbar Zeitungen von unseren Pressekunden. Von unserem Medienpartner. Die Linux New. Ach nein, die heißen anders jetzt, ne? Also die CDs New Media enthalten. Hießen sie mal. Wo sowas bei ist. Alternativ kann man sich das konnte man sich das von Canonical auch zuschicken lassen. Ja, die Aktion ist schon vorbei, glaube ich, seit ein paar Jahren. Die waren ja mehr sehr spendabel. Da konnte man denn sich CDs zuschicken lassen und die Angabe war, das Port ist teurer als die CDs selbst, also nimmt mindestens 10. Okay. Na, das waren auch noch CDs, oder? Ja, das waren CDs, ja. Noch keine DVDs. Ja. Ja. Ja, man kann sich das natürlich auch, wenn man es runtergeladen hat, auf eine DVD brennen, ne? Ja, ja. Und oder auf einem USB-Stick ziehen. Ja, ja. Genau. Ja, was lade ich denn jetzt herunter? Im Zweifelsfall das Neueste, würde ich sagen, ne? Also das Neueste, was LTS heißt, würde ich so machen. Ja.
Ja, LTS steht da nämlich für Long Term Support. Das sind die Varianten, die besonders lange gepflegt werden von der Community. Die Versionen, die da drüber sind, das ist immer so ein bisschen Spickrahmen. Das ist mehr so für die Leute, die gerne mal ein bisschen ausprobieren und so. Aber wer halt wirklich nur benutzen will, der sollte halt den Long Term Support mitnehmen. Jo, genau. Ja. Und welche Architektur nehme ich jetzt? Das kommt drauf an. Aber ja. Wie finde ich denn das raus? Wie finde ich das raus? Wenn der Rechner vergilbt ist oder schon eingestaubt, falls er vielleicht sogar nur über zwei Adern mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden ist, dann würde ich eher zu i386 tendieren, ansonsten würde ich AMD64 nehmen. Hm. Oder woran sieht man es noch? Dass man hin und wieder mal eine Schaufel Kohle nach... Also... Gibt es eigentlich aktuelle nur 32-Bit-Systeme? Gibt es das noch? Also, ja. Echt? Ja. Das gibt es noch? Okay. Ja. Ich glaube, die Intel-Atombaureihe sind nur 32-Bit. Gibt es denn nicht auch schon als 64? Da bin ich mir nicht so sicher. Okay, gut. Weitere Informationen gibt es auf der Seite des Herstellers. Ja. 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 Ja, man kann ja nochmal was zu den Versionsnummern sagen. Die sind bei Ubuntu mir nicht generell ganz angenehm aufgebaut. Das ist mir nicht immer die Jahreszahl plus den aktuellen Monat, in dem das Release erscheint. Das ist zum Beispiel dann für den April 2014 14.04. Jo. Ja. Da sind die vor ein paar Jahren mal drauf umgestiegen und eigentlich finde ich das gar nicht schlecht. Jo. Genau. Das ist relativ eindeutig. Jo. Ja. Es gibt ja immer eine .04 und eine .10, also eine .4 ja, genau. Und eine .10. Genau. Das jedes Jahr. So, dass das ungefähr genau. Also 6 Monate sind. Manchmal schaffen sie das nicht genau, aber naja. Relativ genau, ne? Ja, relativ genau. Ja. Genau. Genau. Und hier nochmal die Unterschiede zwischen der LTS-Version und der Nicht-LTS-Version. Ne? Also die LTS-Versionen kriegen halt 3 oder 5 Jahre Updates und die anderen halt nur 7 bis 18 Monate. Was dann so, naja, fast ein Jahr ist. Oh, ja. Oder ein bisschen mehr, je nachdem. Ja. Verschiedene Tiere. Ja, ja. Irgendwie Buchstaben zählen sie so einmal das Alphabet durch, ne? Ja. Das Schema würde ich jetzt auch erkennen, ja. Ja. Und dann wird da irgendwie ein Verb, nee, ein Adverb vor jedem Tiernamen gesetzt. Hm. Ja, ne? Einhörner. Ja, utopische Einhörner. Ja. Das klingt nicht so stabil. Ja, ist aber auch keine LTS-Version. Ach, das erklärt den Namen auch ein bisschen, ja. Ne? Ja. Deswegen ja auch der Trusty Tar. Ja, das klingt... Und der Precise Pangolin. Ja. Hätte ja auch Pinguin heißen können. Ja, schade eigentlich. Hm. Okay, gut, verpasste Möglichkeit. Irgendwann fängt es ja wieder vorne an. Ja, genau. Ach, da steht es ja sogar. Ah ja, welche Prozessor? Ja, das ist interessant. Man kann die 386er Version nehmen und die läuft auch auf dem x86-64. Das tun wir auch gerade. Ich habe ja vorhin ausgewählt hier 64-Bit, also die VM, ne? Aber das ISO, da stand i386, das funktioniert. Andersrum geht es nicht. Ja. Also im Allgemeinen kann man quasi sagen, alle Hardware, die quasi neuer ist 64-Bit-Hardware, vor allem so bei Laptops und so, außer man hat so Netbooks, bei denen könnte das halt noch ein bisschen schwierig sein, wie gesagt, mit diesen Intel-Atom-Prozessoren. Und für ältere Hardware, ja, da muss man dann mal auf den Seiten der Hersteller mal gucken, was das dann eigentlich ist. Oder wenn man es weiß, im vorinstallierten Betriebssystem einfach mal in die Systemsteuerung gehen. Da steht das, glaube ich, auch irgendwo. Hm. Ja, die Installation, schau mal. Ist schon abgeschlossen. Ist schon abgeschlossen, den können wir uns hier jetzt... Der zweite von links, genau. Schwupp. Das ja und jetzt. Und ja. Hey. Oh jetzt, wir sind noch nicht fertig. Es lädt jetzt noch Pakete herunter, Sprachpakete. Okay. Die sind nämlich nicht mit drauf. Ja, finde ich ein bisschen unglücklich, aber es ist so. Okay. Gut, dann haben wir noch 2 Minuten vielleicht Zeit dafür, bis es runtergeladen ist. STRG und F, also rechtes STRG. Ach, rechtes? Ja. Ah. Dann wechseln. Ah.
Ja, ja. Das kannst du zumachen. Ah, zu spät. Ja, okay. Beim nächsten Mal. Ja, genau. Hier gebe ich nochmal ein paar Tipps. Ich glaube, die haben wir auch im Groben schon erwähnt. Ne? Also es gibt hier halt die Idee, dass man die Windows-Partition ein wenig kleiner macht und defragmentiert und ein Backup machen soll, falls man sein Windows auf dem Rechner denn behalten möchte. Und man sollte Windows, wenn man es dann neu installiert, auf jeden Fall vor Linux installieren, weil das Windows halt denkt, ich bin das einzige Betriebssystem auf diesem Rechner und sich einfach mal breit macht. Kann man so sagen, ne? Ich weiß es nicht. Gibt es überhaupt eine Variante, sodass man den, kann man da dann partitionieren? Oh ja, man kann den Windows Boot Manager überreden, auch Linux zu booten. Aha, okay. Das ist Arbeit. Okay. Aber es geht. Okay. Und er macht das nicht von alleine. Okay. 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 Ja. Ja, ja. Falls man da irgendwie Sachen übernehmen will aus seinem Browser, dann muss man da halt vorher mal den entsprechenden Browser installieren und dann kann man sich die ganzen Profile da halt später auf die Linux-Partition rüberziehen. Ja, ja, das können wir alles bestätigen. Stimmt. Ne? Ja, haben wir. Ja. Ah, das hätten wir auch noch machen können. Genau. Optional. Kann man da auch noch selber rumpartitionieren? Das geht. Ja. Das für Einsteiger vielleicht nicht so der Weg, den man möchte. Aber für Leute, die sich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt haben oder jemanden kennen, der das kann, der kann einem das dann mit dieser nutzigen Oberfläche relativ angenehm hin und her legen. Oder einen das selber machen lassen, was ja eigentlich die bessere Variante ist, und dann abnicken, ob das in Ordnung ist. Ja, ja. Das Schöne bei diesen ganzen Tools ist ja, was ich ja auch nochmal hervorheben muss, im Gegensatz zu so Windows-Partitions-Tools, hier werden die ganzen Änderungen erst am Ende angewendet. Das heißt, man kann da vorher wild Partitionen wegklicken, wieder hinzufügen, wiederherstellen und sich das so zurechtbauen, wie man das möchte. Und wenn man dann Anwenden klickt, dann werden die Sachen erst übernommen. Wenn man vorher keinen Bock mehr hat, dann macht man das Programm zu und alles ist so, wie es vorher war. Nicht schlecht. Ja. Ja, das ist anders. Also das ist Schlechtes. Das ist immer wieder, kann man das sagen, immer wieder eine Bereicherung, ist eigentlich das falsche Wort, aber... Ja. Ja, hier noch so ein paar Details, was man da so optional alles machen kann. Vier primäre Partitionen, ja, das ist ja noch so ein Relikt aus... Seit wann gibt es Partitionen? Ach, gut. Long, long time ago. Das ändert sich mit EFI ja auch gerade alles. Ja, hier nochmal so ein bisschen eine kleine Anleitung, was man auf jeden Fall beachten sollte. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass die Root-Partition, also die Partition, wo die ganzen Programme rein installiert werden und wo auch die ganzen anderen Partitionen mal her eingehängt werden, die sollte also bummelig 15 GB empfohlenerweise betragen, wobei man auch mit weniger klarkommt. Aber wenn man so eine Oberfläche installiert und dann nicht nur nackten Server betreiben will, sind so mindestens 4 GB, glaube ich, schon ein ganz gutes Maß. Oh, vielleicht ein bisschen knapp, ne? Ja, ist ein bisschen knapp. Ja. Ja. Ja, Swap sollte man haben. Das ist, heißt unter Windows Auslagerungsdatei. Ja. Ja? Ich weiß nicht, weiß jemand, ob bei Windows 7, 8 es da mittlerweile Auslagerungspartitionen gibt? Okay. Man kann auch diese USB-Sticks und so jetzt dafür verwenden. Ja. Und so. Okay. Okay. Ich frage mich halt bloß immer, ob das so sinnvoll ist, ein USB-Stick, also ein Flash-Medium zum Swappen. Okay, Kopfschütteln. Das ist nicht sinnvoll. Der kommt, schmeißt du den nach, keine Ahnung, wie schnell, einfach weg. Hast du nichts mehr. Ja, da hast du natürlich auch recht. Ja, oder einfach mehr RAM kaufen. Ja, aber Swap ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wird allgemein, wenn man so ein paar Gigabyte RAM hat, nicht so schnell benutzt. Aber wenn man mal ein bisschen mehr arbeitet da dran und der RAM dann doch mal vollläuft, ist es besser, Swap zu haben. Ansonsten verhält sich so ein Unix-like-Betriebssystem wie Linux halt irgendwann so ein bisschen komisch. Ja. Jo, muss man erstmal vollkriegen. Ja, muss man vollkommen. Aber es stürzt nicht sofort ab. Das ist das Schöne. Ja, das stimmt. Ja, genau. Einrichtung. Einrichtung. Oh ja, dann müssten wir jetzt erstmal wieder gucken. Okay. Oh ja.
Wir können neu starten. Dann tun wir das doch einfach mal. Das startet jetzt neu. Dann kann Hauke ja noch mal ein bisschen was zu machen. Was haben wir da? Netbooks. Ja, die werden automatisch an der Auflösung erkannt und dann wird eine Netbook-Oberfläche gestartet. Okay. Keine Ahnung, können wir jetzt auch irgendwie schlecht vorführen. Okay, man kann das auch auf normalem PC benutzen und umgekehrt. Ach, man kann das umstellen. Das können wir mal gucken, was denn passiert. Ja. Systemeinstellung, Verhalten, Arbeitsfläche, Arbeitsbereich. Okay. Nein, können wir noch nicht. Genau, also wie man unten an dem leicht ausgegrauten CD-Symbol sieht, also die CD, die wir vorhin nicht gebrannt haben, ist auch also aus dem Laufwerk herausgekommen und jetzt rödelt es auf der Festplatte rum. Also ja. Wie wir hier jetzt auch in Natur sehen. Es braucht offenbar noch einen Moment. Ja. Es macht aber schon Netzwerk. Es macht schon Netzwerk? Ja. Was auch immer es tut. Ja, wahrscheinlich gucken, ob es Updates gibt. Nicht schlecht. Das ist auch besonders schön bei einem Ubuntu. Und die Uhrzeit, ja. Das standardmäßig guckt dieses Ubuntu immer mal nach, also dieses Kubuntu oder wie auch immer, welche Variante man hat, ob es Updates gibt. Und dann gibt es oben so ein kleines Icon, was einem dann erzählt, haha, es gibt neue Updates, sollten Sie mal installieren. Dann klickt man da hin, dann klickt man ja und dann gibt man das Passwort nochmal ein und dann macht er das einfach. Man kann das aber auch, wenn man das dann für die Oma oder die Mutti installiert, kann man das auch automatisiert installieren lassen. So, und dann gucken wir mal, ob ich mich an das Passwort erinnere. Ja, sonst fangen wir nochmal von vorne an. Willkommen zum Vortrag, der leichte Einstieg in Kubuntu für, was? Für ehemalige Windows-Benutzer, oder wie ist das noch? Du bist ungeduldig, mach das, ne? Ich glaube, damit macht man nur irgendwas aus und an, kann das sein? Ach so. Was gibt's denn da? Okay. Also es ist intuitiv zu bedienen, wie wir herausgefunden haben. Die Auflösung ist jetzt größer geworden, oder? Das könnte eventuell sogar dieser Netbook-Modus sein. Oder? Wir werden es sehen. Oder? Also es ist, ja. Ja, ich glaube, auf einem normalen, nativ installierten Notebook würde das auch schneller laufen. Ja. Aber das hier ist halt emuliert alles. So, wo mussten wir hin? Systemeinstellungen, genau. Irgendwas mit Desktop, oder? Ash, nee, das ist Anwendungen. Ich höre von hinten irgendwas. Ah, da, Verhalten der Arbeitsfläche. Ah ja, genau, das sieht auch so aus wie das Symbol. Ah ja, sehr schön. Jetzt. Arbeitsflächentyp, okay, Desktop und da kommt Netbook. Dann schalten wir das doch mal um. So, und jetzt? Passiert irgendwas. Ist auf jeden Fall gerade die Leiste unten verschwunden. Es lüftet. Die Festplatte rattert auch. Ja, ja. Ich produziere das seht ihr jetzt nicht, aber wir sehen, dass die Festplatte rattert. Okay. Oh, ja, jetzt ändert sich hier irgendwas. Es sieht jetzt anders aus. Ja, genau. Was ist das denn hier unten? Damit kann man wohl diese Leisten hier konfigurieren. Eine Anwendung. Okay. Das soll jetzt halt so ein bisschen benutzbarer sein für kleine Monitore. Ja. Stimmt. Glaube ich. Ja. Gut. Wir können das ja mal wieder zurückstellen und dann mal gucken, was für andere Aufgaben wir noch zu erfüllen haben. Anwenden. Ctrl-F war das, ne? Ja, genau. Ja, und jetzt kann man in ersten Schritten weitere Software installieren. Und Codecs. Okay. Und sein WLAN einrichten und so. Ja, das funktioniert ja irgendwie schon. Also es ist kein WLAN, aber Netzwerk funktioniert schon, genau. Ja, also wenn man Kabelnetz zu Hause hat, also so kabelgebundenes Netzwerk, dann funktioniert das offenbar einfach mal. Ja, was gibt's noch?
Oh ja, die Besonderheiten bei Linux. Bei Windows gibt es ja nur quasi eine Schreibweise. Es ist egal, ob man etwas groß oder klein schreibt, es ist dasselbe quasi. Also ich kann eine Datei nur mit großen Buchstaben schreiben, dann kann ich nicht eine Datei daneben legen, die genauso heißt, aber nur aus kleinen Buchstaben zusammengesetzt ist. So, und das hier bei Linux ist das anders. Da kann man verschiedene Dateien erstellen, die sich nur dadurch unterscheiden, dass sie große oder kleine Buchstaben verwenden, aber es sind trotzdem zwei verschiedene Dateinamen. Das sollte man beachten. Ja. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber muss man wissen. Muss man einfach wissen. Muss man genau. wissen, genau. Es ist ein Single-Click. Stand denn nicht Doppelklick? Also bei... Ah, okay. Linux ist so mit einmal anklicken. Ja, aber das ist ja auch Desktop-Oberflächenabhängig. Genau. Okay. Nee, genau, aber wie fällt es aus der Tüte? Da markierst du nämlich mit einem Klick. Ja, aber das machst du doch. Ungeduldige Windows-User. Starten Sachen. Dann mehrmals und okay. Dann versuchst du mit Linux dann dieses Programmierfach zu öffnen, auch dass dann das Ganze etwas funktionieren kann. Und links wieder. Kann man einstellen. Ja. Das kann man einstellen, ja. Ach so, aber so im Startmenü... Was eventuell für... Das gibt ja für Umsteiger. Wenn das im Startmenü doppelt klickt? Nee, oder? Nee, im Startmenü klickt man nicht doppelt, aber wenn man jetzt irgendwie ein Icon auf der Oberfläche hat... Ach so, okay. Ich weiß jetzt nicht, irgendwie haben wir mal ein Icon auf der Oberfläche. Wir können ja mal ein Icon auf die Oberfläche bewegen. Ach so. Mach das doch mal weg da. Genau. Nicht das Maus. Nein. Klein machen. Nehmen. Dahin bewegen. Kopieren. Oh, ein Ausrufezeichen. Und? Okay. Startet. Es fragt sogar noch nach. Okay. Okay. Und jetzt machen wir mal die... Ja, okay. Gut, ja. Ich sehe ein, dass das hier durch mehrfaches Klicken tatsächlich mehrfach... Aber er meckert ja, ne? Ja, er meckert. Läuft schon, ne? Ja, aber das ist ja die Anwendung in dem Fall. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das bei anderen Anwendungen dann halt... Ja, es dauert dann noch länger, ne? Ja. Also wenn man 20 Mal aus Versehen nebeneinander OpenOffice startet, dann kann das länger dauern. Du. Ja. Nee, das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja hier. Genau. Ja, dann kann man das da sehr komfortabel mit dem ganzen Internet und so regeln und muss da halt auch nicht obskure Befehle auf irgendwelchen Konsolen eingeben. Das wird ja von Windows-Benutzern immer gerne mal als DOS. Also man muss nicht das DOS aufmachen, um Sachen einzustellen. Das war früher mal bei vielen Sachen. Leute, die das mollen, können das auch immer noch tun. Ja. Aber es gibt auch für viele, viele Standardsachen einfach mal so eine Oberfläche, in der man sich die Sachen schön zusammenklicken kann. Und das funktioniert dann einfach. Interessanterweise sind das auch nur Oberflächen. Ja, genau. Das ist der Trick dabei. Ja. Ja. Ja, das ist mit Linux ganz oft so, dass man Funktionalität und Oberfläche, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Dann hat man einmal die Dinge, die Funktionalität liefern. Also good old way, Dinge werden gebaut, um genau einen Zweck auszuführen und den führen sie besonders gut aus oder erledigen ihn besonders gut. Und dann gibt es halt so Oberflächen, die erfüllen halt einen ganz besonderen Zweck, und zwar eine Oberfläche zu sein. Und das machen sie besonders gut. Und die greifen halt dann auf diese Tools, die ihre Sachen besonders gut tun, zurück und regeln das so. Klingt eigentlich nach einem schlauen Plan. Ja, klingt nach. Scheint auch irgendwie zu funktionieren. Ja, habe ich auch gehört. Ja. Ich benutze sowas zwar nicht, aber naja. Ja. Ja. So, okay. Und wenn man jetzt neue, das können wir ja mal machen, wenn man jetzt neue Software installieren will, oh ja, das ist ja spannend, dann kann man hier auf. Was stand da? Paketmanager? Man merkt, dass ich solche Systeme nicht oft bediene. Stand nicht eben bei, nee, das ist Dateimanager. Oben gibt es sowas wie Suchen. Oh, tipp doch mal was ein, wie Paket. Vielleicht?
Vielleicht ohne C? Du meinst du die englische Schreibweise? Ja, vielleicht. Okay, gut. Und Software zum Stichwort? Okay, wir schummeln mal. Gut, wir gucken. Also, K-Menü, Anwendungssystem, Programmverwaltung, nichts mit Paketen. Ja, dann können wir das jetzt aber nochmal ausprobieren. Wir wollen ja Programme installieren und nicht Pakete. Ach ja, ja. Da steht es ja auch. Stimmt, da im Kleingedruckten. Muon. Schöner Name. Aus welcher Sprache kommt? Obwohl? Ah, schau mal, da kriegt man hier so Kategorien angezeigt. Oh, wow. Oh, spielen. Was wollen wir da mal? Arcade ist immer toll. Good old way. Achso, wenn man die Maus... Was passiert, wenn man das Mausrad aus Versehen benutzt? In irgendeinem Kontext? Ist das dann irgendwie... Okay. Ja, und dann kann man hier scheinbar, wenn man da drüber ist, auf Installieren klicken. Und jetzt muss man hier sein Passwort noch eingeben. Also das muss man hier halt öfter mal. Muss halt immer die Berechtigung geben, dass das wirklich getan wird. Damit kann man auch mal Leute eventuell kurz an den eigenen Rechner lassen, ohne dass dann eben wieder nach alles kaputt ist. Aber es gibt, wie man beim Einloggen vorhin noch gesehen hat, auch automatisch einen Gast-Account. Da kann man den Nachbar dann auch mal ungesehen am Rechner machen lassen. Wie geht das System denn mit den Portable Apps und mit diesen portablen... Auf diesen Sticks? Kann das System mit den portablen Applikationen sowas? Die man von Windows... So, das gibt es gar nicht. Portable Apps. Ja, es gibt ja diese Stick-Variante. Ja. So, und auf diese Stick-Variante, mit der kann man ja booten. Aber das ist nicht das, was... Das System mit bestimmten... Ja, es ist halt so eine Sache. Also generell kann man als Benutzer halt auch irgendwie seine Pakete nehmen und die bei sich im Benutzerverzeichnis installieren. Da muss man dem Paketmanager halt sagen, installiere das mal nicht ins System, sondern installiere das mal lokal. Von daher ist diese... Das ist einfach nicht vorgesehen, weil man halt nicht braucht. So. Ja. Jo. Ja. Ja, und jetzt könnten wir T-World spielen, habe ich. Oh, man kann das auch gleich wieder entfernen. Und es sagt auch gleich oben, es gibt 304 Aktualisierungen. Oh. Die könnte man natürlich jetzt auch alle installieren. Ja, man könnte es aber auch einfach mal lassen. Aber das... So viel Zeit haben wir nicht. Gut, was haben wir noch? Genau, es wird automatisch aktuell gehalten. Ja, also ja kann man einstellen. Genau. Ansonsten kann man halt auch sagen, dass man das immer noch bestätigen möchte. Aber wie gesagt, wenn man das bei Mutti oder Omi installiert, dann kann man auch sagen, immer aktuell halten und sie muss sich da nicht drum kümmern oder er, wenn es der Opa ist, dann hat man da als Enkel weniger Arbeit mit. Ja. Jo. Da kann man auch noch diese ganzen Third-Party-Installationen installieren. Und auch hier ist nochmal der Hinweis auf den Doppelklick, den wir jetzt ein bisschen vorgezogen haben. Den kann man umstellen. Kann man umstellen, ja. Das ist gut. Die Komposition. Oh ja, das ist was total grob Praktisches. Okay. Da kann man eine Taste drücken. Und dann kann man sich die Zeichen, die man so gerade nicht auf der Tastatur hat, so zusammenstellen. Aha. So mache ich zum Beispiel S und so. Also ich habe eine englische Tastatur. Okay. Und wenn, man muss dann halt doch mal Umlaute schreiben, dann kann man die Composite-Taste drücken, ein Anführungszeichen erzeugen oder ein O drücken oder so. Und dann bekommt man ein Ö. Nicht schlecht. Und wenn man eine Tilde und danach ein O bekommt, bekommt man irgendwas mit so einer Tilde oder so. Ja. Das ist sehr praktisch. Manchmal. Ja. Ja. Tastatur, ja, kann man auch einstellen. Oh ja, man kann die Caps-Lock-Taste von ihrem Zweck entfremden. Nur die Taste oder geht das auch mit anderen? Na, das geht auch mit anderen, aber bei der ist es ja besonders nervig eigentlich immer. Ja, was braucht die eigentlich schon, ne? Also der braucht mal die Caps-Lock-Taste, außer er will gerade Dauer schreien. Oh. Niemand? Okay. Ja, die kann man dann umbewenden. Ich habe zum Beispiel auf meiner Caps-Lock-Taste die Kontrolltaste. Ich finde es angenehmer, diese Bewegung zu machen. Es ist besser hier für die Gelenke und genau. So. Ja.
Aber die Empfehlung ist halt zum Beispiel hier, dass man sich da diese Kompositionstaste auch drauflegen kann. Ich benutze, glaube ich, Alt-GR dafür. Tja, warum nicht? Ne? Ja. Jo. Ja, und dann kann man Drucker einrichten. Das ist auch mittlerweile echt angenehm geworden. Also da muss man nicht mehr wilden Voodoo betreiben und in irgendwelchen Konfigurationsdateien hin und her springen, sondern man kann dem dann quasi den Drucker erkennen lassen. Besonders einfach geht es halt mit Netzwerkdruckern. Also das ist so meine Erfahrung. Benutzt du noch was anderes? Also ich habe jetzt verschiedene, die halt eben USB sind, das funktioniert. Und bei, was soll man sagen, also selbst bei den billigen gibt es denn, wenn es nicht von Haus aus schon drin ist, denn Treiber vom Hersteller. Ja, also es funktioniert irgendwie. Ja, Spiele hatten wir schon gesehen. Duke Nukem 3D. Ja, okay. Das schon mit drin? Schau mal, da ist der Sinn von Windows auch plötzlich weg, ne? Stimmt. Man kann 3D-Shooter auch unter Linux zocken. Richtig. Dann braucht man das Windows. Also, das ist ja schon fast wie eine Überleitung zur... Ne? Na gut, dann nicht. Ja. So, nachher. Nachher, okay. Ach ja, ach, das meinst du. Ach, wir haben ja immerhin noch eine Open-Source-LAN-Party. Da jeder, der hier mit Laptop dabei ist oder den noch schnell holen kann, der kann sich mal hier mit uns in den Raum... Ja, wir gucken einfach, wie viele wir werden. Wir haben zwei Räume prinzipiell. Also wir haben einmal den, ja, je nachdem, wie man jetzt guckt, entweder links, rechts da oder links, rechts andere Seite. Raum 7 ist das, glaube ich. Raum 7 oder genau. Raum 12, genau. Okay. Ja. Also das sind die kleinen Seminarräume. Genau. In beide Richtungen. In beide Richtungen, genau. Ja. Ja, was tut man denn mit den alten Windows-Spielen? Ja, stimmt, wo ein funktioniert. Also jedenfalls für einige Sachen. Für eins, ja. Also es gibt den, das ist kein Emulator. Das sagt der Name doch schon. Also Wine is not an emulator, sagt der Name halt schon. Ist halt eine API-Nachbildung der Windows-APIs, mit der man halt Windows-Software im Allgemeinen unter Linux ausführen kann. Da gibt es halt auch noch in der kommerziellen Variante, Zidiger heißt die, die versuchen halt in bestimmten Bereichen besser auf Spiele angepasst zu sein. Wine ist halt so eine generelle Abbildung und die Zidiger-Leute, die versuchen halt insbesondere Spiele besser zu unterstützen. Leider fließt von denen aber auch kein Code nach Wine zurück. Doch. Mittlerweile schon? Schon lange, die finanzieren sehr viel von der Entwicklung. So weit. Codeweaver heißt die Firma. Ja. Ja. Das war also auch mal anders. Das muss auch schon lange her sein. Ja, Virtualisierung, ich weiß nicht, also für Spiele selbst. Ja. Nee, ja, kommt drauf an, was es ist. Im Zweifel genau. Aber mein XP habe ich auch seit Ewigkeit nicht mehr gebootet. Ah. Es gibt ja jetzt Steam. Oder halt für diese alten Adventures gibt es halt ScumVM. Ja, genau. Also wenn man das spielen kann, man findet eigentlich genug. Und wie gesagt, es gibt mittlerweile Steam. Ja, genau. Und das Spieleplattform der Zukunft, ne? Genau. Sonstiges. Ah! Helft uns. Genau. Wir also brauchen Hilfe. Helft Monika. Ja. Monika und Kubuntu. Genau. Also da gibt es immer viel zu tun. Wer sich berufen fühlt, kann da halt auf ganz kleiner Ebene anfangen und einfach mal im Chat ein bisschen mitwirken, versuchen anderen Leuten im Forum zu helfen oder auf der Mailingliste. Oder kann sich redaktionell betätigen. Da muss man, glaube ich, auch gar nicht selber so viel wissen, sondern muss die Leute halt nur fragen und die erzählen man das schon, was man wissen muss. Kann man dann zum Beispiel reinschreiben, wie man die nächste Virus anfängt? Genau. So Informationen zusammentragen. Und wenn man sich so richtig wohlfühlt in der Community und auch so ein bisschen mehr Ahnung von Dingen hat, dann kann man auch helfen, halt die Server und die Foren zu administrieren. Genau. Und natürlich auf den Messen Kubuntu vertreten. Ja, genau. Und? Achso, genau. Ja, genau. IRC-Team, es gibt das IRC, Mailinglisten. Infos für Distri-Wechsel. Oh, 3 Minuten haben wir. Ja, ich muss gleich weiter. Standardmäßig ist bei Kubuntu halt so, Ubuntu generell so, dass man keinen Root-Account mehr hat, sondern dass es halt nur noch Leute gibt, die in der Sudo-Host-Liste stehen. Das heißt, dass man über sein eigenes Benutzerpasswort halt Root-Rechte erlangen kann.
Deswegen also Benutzerpasswort nicht an die Kinder verraten, sonst hat man da danach irgendwelche Programme, die man eigentlich gar nicht haben wollte. Ja. Ja. Genau. Debian, okay. Ja, ist halt nicht hundertprozentig Debian-kompatibel und wird halt von der, wie heißt die Firma? Canonicals, ja. Genau. Steht das dazwischen? Oh ja. Lesen wir gelernt sein. Ja. Canonical geführt und da ist halt Marcus Shuttleworth. Das ist dieser Typ, der auch schon mal im All war. Und wie viel Geld hat der? Steckt da halt Geld rein. Jetzt eine Wissensfrage. Hieß er vorher so oder hat er sich umbenannt? Ja, das ist eine gute Frage. Hat er? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also, aber der ja. Name ist irgendwie naheliegend. Ne? Schau mal, dann hast du sogar noch 2 Minuten, um genau, in den nächsten Vortrag zu kommen. So, denn, Mir sind noch irgendwelche Fragen, die wir vielleicht beantworten können. Oh, wir haben alle Glück gemacht. Ja. Gut. So. Ja, danke für die Aufmerksamkeit.